Willkommen zum zweiten Teil des zweiten Kapitels, in dem wir uns damit beschäftigen, in welche verschiedenen Formen man die Systemfunktion h von z bringen kann. Wir haben in den vorigen Kapiteln h von z abgeleitet von der Differenzengleichung, und wenn man das macht, dann erhält man die Polynomform mit negativen Exponenten. Aus dieser Form kann man durch Erweitern der Systemfunktion ziemlich einfach auf die Polynomform mit positiven Exponenten kommen. Und mit ein bisschen mehr Rechenaufwand kann man diese Polynomform in die Produktform durch Faktorisierung umformen. Und schließlich, wenn man das möchte, kann man durch Polynomdivision dann die Summenform der Systemfunktion h von z bekommen, die aus der Summe von Termen erster und zweiter Ordnung besteht. Das machen wir aber hier nicht. Schauen wir uns die einzelnen Schreibformen nacheinander mal an. Die Polynomform mit negativen Exponenten ist etwas, was, wie schon gesagt, direkt aus der Differenzengleichung abgeleitet werden kann. Und genau, das ist dieser Schritt, den wir hier sehen. Das heißt, man berechnet die z-Transformierte der Differenzengleichung und formt die dann um, so dass man den Quotienten aus der transformierten Eingangs- und Ausgangsgröße bekommt. Und das nennen wir die Übertragungs- oder Systemfunktion h von z. In einem weiteren Schritt kann man diese Systemfunktion oder Übertragungsfunktion direkt in eine Hardwarekonstruktion übersetzen, also in einen Signalflussgraphen. Das hatten wir auch schon gesehen. Das geht einfach und mechanisch, und man nennt diese Systeme, die dabei herauskommen, oder diese Form von Hardware nennt man die Direktform. Das heißt, das ist der Nutzen eigentlich dieser Form mit negativen Exponenten von h von z. Sie erlaubt das direkte Umformen zwischen Differenzengleichung, Übertragungsfunktion und Signalflussgraph. Das ist natürlich sehr praktisch. Erweitern wir Nenner und Zähler mit z hoch p mal z hoch n, wobei p das höchste Polynomgrad im Nenner ist und p steht für Pole und n ist dementsprechend der höchste Polynomgrad im Zähler und steht für Nullstelle. Erweitern wir das mit z hoch p mal z hoch n, bleibt hier noch so ein Term stehen, der sich bei p gleich n natürlich rauskürzt, und ich habe jetzt nur noch positive Exponenten im Zähler und Nenner. Kommt gleich ein kleines Beispiel dazu. Und zwar nehmen wir hier ein ganz einfaches IIR-Filter. Das hier oben ist der transversale Pfad und hier unten der rekursive Pfad. Und wenn man das analysiert, dann kommt man zu dieser Systemfunktion mit negativen Exponenten. Erweitere ich jetzt Zähler und Nenner mit z² mal z², dann kürzt sich das raus und es bleiben nur positive Exponenten übrig. Und der Vorteil dieser Schreibweise ist, dass ich das jetzt leichter und übersichtlicher in die Produktform zerlegen kann als die Form mit negativen Exponenten. Außerdem kann ich hiervon leichter die MATLAB- oder Python-Repräsentation angeben, indem ich die Koeffizienten angefangen mit dem höchsten Polynomgrad einfach als Vektor angebe. Und ich darf nicht vergessen, dass hier im Nenner ein verstecktes 0 mal z hoch 1 drin steht. Wenn ich diese 0 nicht angebe, dann stimmen natürlich die, ja, dann stimmt einfach der Polynomgrad nicht von meinem Nennerpolynom. Sehen aber auch, dass ich das eigentlich genauso gut ableiten kann von der Form mit negativen Exponenten. Da muss ich nur ein bisschen mehr aufpassen, dass ich hier vorne noch 0 mal z hoch 0 habe, weil hier muss ich dann natürlich bei der niedrigsten Potenz anfangen. Es ist einfach übersichtlicher, diese Form zu wählen. Als letzte der von uns betrachteten Möglichkeiten kann ich meine Systemfunktion auch in die Produktform zerlegen und erhalte dann die Pole
und Nullstellen von h von z. Wobei man sagen muss, das ist natürlich nicht wirklich eine triviale Aufgabe, gerade wenn Sie jetzt Polynome höherer Ordnung haben. Das machen MATLAB und Python schon ganz gut, aber je höher die Ordnung Ihres Polynoms ist, desto größer werden auch die numerischen Ungenauigkeiten bei der Berechnung der Pol- und Nullstellen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wichtig ist, sich nochmal vor Augen zu führen, dass die Systemfunktion genauso eindeutig sich definieren lässt durch die Angabe der Polynomkoeffizienten ak und bk oder aber auch durch die Nullstellen und Polstellen plus diesen Verstärkungsfaktor b0. Dann sehe ich nämlich, was ich für Nutzen habe aus dieser Schreibweise. Zum einen kann ich sofort sehen, ob mein System stabil ist. Wenn nämlich alle Pole innerhalb des Einheitskreises sind, das heißt, wenn der Betrag meiner Pole kleiner als 1 ist, dann ist mein System stabil. Das kennen Sie aus der Laplace-Transformation, aus der S-Ebene sicherlich noch. Da gilt es, dass die Pole oft in der linken Halbebene liegen müssen. Alles, was in der rechten Halbebene liegt, ist instabil. Und bei der Transformation von der Z in die S-Ebene wird halt diese rechte Halbebene in das Äußere des Einheitskreises transformiert. Das heißt, da dürfen jetzt meine Pole des zeitdiskreten Systems nicht liegen. Alle müssen innerhalb des Einheitskreises liegen. Schließlich kann ich den Frequenzgang oder das Verhalten von so einem System abschätzen, wenn ich Pole und Nullstellen kenne. Das gucken wir uns im nächsten Kapitel an, wie ich von Polen und Nullstellen abschätzen kann, wie das die Punkte auf dem Einheitskreis, also meinen physikalischen Frequenzgang, beeinflusst. Schließlich kann ich einen Systementwurf auch machen, indem ich das Ganze quasi genau umgekehrt mache. Das heißt, ich platziere Pole und Nullstellen, weil ich weiß, was die für einen Einfluss auf meinen Frequenzgang oder auf mein System habe und kann dann aus den Polen und Nullstellen durch Ausmultiplizieren relativ leicht meine Form, also meine Systemfunktion in Polynomform erhalten. Das war jetzt ein sehr kurzer Abschnitt. Trotzdem vielen Dank fürs Mitmachen und Zuhören und Zuschauen. Danke.